Servus, Herr Tuchel. Servus. Morgen treffen mit Harry Kane und Victor Boniface die zwei Top-Stürmer der Liga aufeinander. Ja. Steffen Baumgart hat vor einiger Zeit mal gesagt, mit den finanziellen Möglichkeiten der Bayern hätte er sich für eine Verpflichtung von Victor Boniface sogar entschieden. Wäre das für Sie auch eine Überlegung wert gewesen? Und wie sehen Sie Boniface auch im Vergleich zu Kane in seinen ersten Spielen in der Bundesliga? Komplett anderer Spielertyp und es ist schön, dass sich der Kölner Trainer Gedanken um unsere Transferperiode macht. Wenn wir das früher gewusst hätten, hätten wir die auch auf 9 Personen erweitern können. Ich weiß nicht, ob das zielführend gewesen wäre, aber ansonsten glaube ich, haben wir genau den Spieler, den wir brauchen. Wir haben die Persönlichkeit und den Spieler mit Harry in unseren Reihen, der uns das gibt, was wir brauchen. Und wir werden jetzt im Moment alles dafür tun, ihn noch mehr in unser Spiel einzubeziehen.